Hallo und willkommen zur Fortsetzung der Diskussion zu verteiltem Speicher. Wir fangen jetzt in diesem Video an, uns über das Replikatenmanagement und die Updates im eigentlichen engeren Sinne des Wortes zu unterhalten. Bevor wir wirklich mit den Protokollen loslegen, hier noch erst ein ganz kleines, kurzes Video zu ein paar Überlegungen zum Management der Replikate. Das meiste davon wird Ihnen vertraut vorkommen. Ich fasse mich hier kurz, nur nochmal als kurze Zusammenfassung. Wir müssen uns zum Beispiel Gedanken machen über die Platzierung von Replikaten. Wo sind die eigentlich? Wer veranlasst das? Wer informiert wen worüber? Es gibt da verschiedene Optionen. Ein einfacher Fall wäre, Sie haben eine in gewissem Sinne permanente oder statische Struktur. Sie wissen, wo Ihre Replikate existieren. Die mögen vielleicht ausfallen, aber die werden nicht einfach weggeworfen oder fallen nicht einfach raus, weil sie aus dem Cache entfernt werden oder ähnliches. Also wenn, dann ist es ein Fehlerfall, aber kein Teil der normalen Operation. Solche permanente Replikate sind natürlich für ein Speichersystem im engeren Sinne plausibel und auch einfach zu benutzen. Wenn Sie etwas dynamischer unterwegs sind, dann können Ihre Replikate durch die Server initiiert werden. Zum Beispiel kann sich ein Server Gedanken darüber machen, welche seiner Daten populär sind, welche sinnvollerweise verteilt werden sollten und das selbst initiieren, selbst dafür sorgen, dass einige seiner Daten an Stellen repliziert werden, wo sie oft benutzt werden, oft gebraucht werden. Ob es sich jetzt hier wirklich um eine Replikation oder um eine Migration handelt, das ist wieder eine leicht andere Diskussion. Unterstellen wir hier mal, dass es tatsächlich eine Replikation ist. Das wäre ein typischer Ansatz für etwas wie ein Content Distribution Network, Akamai etc. Diese Systeme, die sich Gedanken machen, wo wird das Image eines neuen Microsoft-Betriebssystem-Updates über den Atlantik transportiert? Und in welche größeren Cache-Systeme wird es hineinrepliziert. Wenn es Server initiiert gibt, gibt es Client initiiert. Ein Client kann die Replikation anfordern. Im einfachsten Falle haben Sie tatsächlich einen Cache, kein Storage, sondern nur einen Cache auf der Klientenseite oder nahe beim Klienten. Und Sie legen Daten in einen solchen Webproxy, Webcache oder ähnliches ab. Das ist naheliegend. Wenn Sie solche dynamischen, nicht statischen, nicht permanenten Replikas haben, dann müssen Sie sich Gedanken darüber machen, wie finden Sie das? Nicht, es ist fix, dann ist das einfach. Sie müssen es gegebenenfalls vielleicht berechnen, irgendeine Hash-Funktion. Sie erinnern sich an Memcached, das war das typische Beispiel, auch wenn das da nicht repliziert war. Oder Sie haben einen Suchansatz à la Peer-to-Peer. Ein Peer-to-Peer-System wäre Ihnen auch für eine replizierte Speicherung hier gut geeignet, bei denen Sie den Speicherort teils berechnen durch eine Hash-Funktion vielleicht, teils aber auch finden müssen durch das Durchfragen durch die Distributed Hash Table. Okay? So, also Sie finden Ihre Replikate. Jetzt müssen Sie noch Aktualisierungen vornehmen. Sie müssen Ihre Updates in geeigneter Form zu Ihren Replikatsorten bringen. Das können Sie machen, indem Sie das entweder an einem Client initiieren. Der Client merkt, dass die Daten out of date sind, vielleicht indem er sowas wie eine Head-Anfrage an einen Server geschickt hat. Fragt vielleicht sein nächstes Replika, ob es da aktuellere Versionen gibt, das dann auch wiederum einleiten muss, dass es eine klienteninitiierte Aktualisierung gibt. Aber in irgendeinem Fall müssen wir dafür sorgen, dass wir die Updates propagieren. Jetzt ist die Frage, was übertragen wir und wer initiiert das? Was übertragen wir? Gibt es jetzt die typische Unterscheidung, die Sie aus allen Cache-Protokollen kennen? Sie können nur eine Invalidierung durchführen. Sie können sagen, dieses Datum ist nicht mehr aktuell und muss von woanders neu beschafft werden. Das bietet sich an, wenn Sie relativ selten lesen und häufig schreiben. Und dann würden Sie ja nur beim Lesen merken, oh, es ist nicht vorhanden, und Sie holen sich dann die jetzt aktuelle Version des Datums. Im Gegensatz dazu, statt zu invalidieren, können Sie aktualisieren. Sie machen ein Update-Protokoll. Das heißt, bei jeder Schreiboperation aktualisieren Sie alle Replikate auf den jeweils neuesten Stand. Und das bietet sich an, wenn Sie häufig lesen und selten schreiben. Optimize the common case. Optimieren Sie das, was Sie häufig tun,
Und dann haben Sie hier jeweils das eine oder andere vorzuziehen. Gegebenenfalls müssen Sie vielleicht auch mal dynamisch wechseln dazwischen. Je nachdem, was Sie hier haben, in einem verteilten oder replizierten Objektsystem, können Sie vielleicht auch die Operation verteilen, statt das Resultat selbst. Hängt von Ausführungszeit ab. Wo haben Sie Rechenkapazität? Wo müssen Sie damit haushalten? So, die Initiierung, über die man sich noch Gedanken machen muss, ist die Frage, ob es der Client oder der Server macht, ob Sie einen Push oder einen Pull machen. Pull-based vielleicht als erstes, klientenbasiert hatten wir eben schon. Der Klient überprüft, ob die Daten noch gültig sind, vergleicht sein aktuelles Datum, Sequenznummer, Vektorzeit, was auch immer. Datum bitte hier nicht als Uhrzeit verstehen. Der Klient prüft, ob sein Datum noch aktuell ist, indem er es gegebenenfalls mit einem Aktualitätsstempel auf Serverseite vergleicht. Das ist vielleicht eine kleine Anfrage, die kompakt übertragen werden kann und muss dann gegebenenfalls die aktuellere Version holen. Push-basiert würde sagen, der Server aktualisiert durch Invalidation oder durch Update. Push impliziert nicht ein Update-basiertes Protokoll, also im Sinne von hier Update der Daten. Push-based Update meint hier nur, der Server initiiert. Es kann auch eine Invalidierung sein. Das ist hier vielleicht ungeschickt formuliert. Ich bitte das zu entschuldigen. Also, der Update oder die Invalidierung propagieren von dem Ort, wo sie geschehen sind, wo sie initiiert wurden. Und naja, das ist naheliegenderweise sinnvoll für serverinitiierte Replika. Und auch oft sinnvoll, wenn Konsistenz tatsächlich sehr wichtig ist, wenn so ein auch kurzzeitiges Out-of-Date-Sein nicht akzeptabel ist und meistens auch wieder, wenn Sie oft lesen und selten schreiben. Für hohe Lese-Schreib-Ratios ist das ein sinnvolles Vorgehen. Problem dabei ist natürlich, woher weiß der Server, wo er aktualisieren muss? Sie müssen sich hier relativ viel Zustand merken, um diese Push-basierten Verfahren durchzuführen. Stellen Sie sich im World Wide Web vor, jeder Server müsste sich merken, in welchem Client-Cache seine Webseite liegt. Das ist offensichtlich Unsinn. Das kann offensichtlich hier nicht funktionieren. Das kann in kleineren Systemen sehr, sehr gut funktionieren. Es gibt nur Trade-offs, es gibt keine Antworten. Natürlich gibt es dann auch noch Hybride. Zum Beispiel, es gibt die Vorstellung von Leases. Das finden Sie etwa in Filesystemen, bei denen Sie diese Verantwortung zwischen Client und Server tauschen. Mit der Idee ist, wenn Sie ein Replikat bei sich erzeugen, dann nehmen Sie eine Lease, eine Leasingdauer, eine Leihfrist aus. Und innerhalb dieser Lease haben Sie das Versprechen des Servers, dass er Sie bei Änderungen informieren wird. Nach dem Ablauf der Lease ist es die Verantwortung des Klienten, gegebenenfalls durch einen Pull dafür zu sorgen, dass die Daten aktuell sind oder sich damit abzufinden, dass sie nicht aktuell sind. Und nach dieser Lease können Sie als Server den Klienten vergessen. Sie halten also Ihren Zustand begrenzt. Das ist der wesentliche Vorteil dabei. Außerdem ein Client, der innerhalb der Lease nicht mit Ihnen geredet hat, der interessiert sich ja vielleicht doch nicht so wirklich für diese Daten. Also können Sie ihn auch wieder aus der Liste von den Klienten entfernen, um die Sie sich gerade kümmern. So, und das ist noch eine kleine Zusammenfassung. Was müssen Sie sich beim Server merken? Wie viele Nachrichten müssen Sie jeweils übertragen? In welcher Situation? Was sind die jeweiligen Responsezeiten auf Anfragen an das Datum? Zustand ist im Push-Based-Fall natürlich deutlich größer. Typischerweise brauchen Sie eine Liste der Clients pro Replika. Im Pull-Based-Fall ist das natürlich deutlich weniger. Eigentlich gar keinen. Sie brauchen gar keinen Zustand über Ihre Klienten an dieser Stelle. Nachrichten, die Sie senden müssen, müssen Sie beim Update machen. Und hier eben Sie müssen die Pull-Nachricht senden. Ist es noch aktuell? Das könnten Sie jetzt tatsächlich als ein Polling auffassen. Ist es noch aktuell? Und gegebenenfalls zusätzlich den Update, sodass Sie hier in der Response Time in jedem Fall hier diesen Fetch Delay haben, wenn Sie erstmal nachfragen müssen, ist es noch aktuell plus den Delay, hole mir das Datum gegebenenfalls, während Sie im Push-Based-Fall idealerweise immer ein aktuelles Datum bei sich vorfinden, sodass Ihre erwartete Response-Zeit im Push-Based natürlich deutlich kleiner sein sollte. Für den Preis von mehr Overhead, wenn Sie selten lesen.
Gut, und natürlich, wie gesagt, das hier ist erstmal noch unter der Diskussion. Alles geht gut. Ja, das ist alles noch kein konkretes Protokoll, nicht? Konkrete Protokolle machen wir jetzt im folgenden Video. Und da legen wir den Grundstein dafür, dass auch Dinge schiefgehen können. Da fangen wir an, Struktur zur Verfügung zu stellen, um auch Ausfälle tolerieren zu können. Aber so viel erstmal nur kurz zu Replikatmanagement. Bis zum nächsten Video zu Konsistenzprotokoll. Danke fürs Zuhören.